Und auf den einen kommt alles an, den auferstandenen Herrn. Und darum wollen wir ihn zuerst bitten, nicht, dass er kommt, er ist da, sondern dass wir offene Augen bekommen, ihn zu erkennen. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, unser zeitliches und ewiges Leben hängt daran, dass wir dich erkennen. Nun gib, dass das heute Abend geschieht, dass Augen aufgetan werden. Amen. Können Sie mich so gut verstehen? Oder wo kann man mich nicht verstehen? Sehen Sie, wenn ich so nah rangehe, dann dröhnt es so schrecklich, nicht? Und wenn ich ein bisschen besser weiter weg bin, dann geht's gut. Können Sie so gut verstehen? Also meine Freunde, wir wollen sprechen über das Thema, ich habe keine Zeit. Eine Menge von Ihnen haben Leute für heute Abend eingeladen. Kommen Sie mal dahin, hören Sie den Pfarrer Busch. Und dann war die Antwort, ja, es tut mir leid, Ihren Keizeit. Über dieses Thema muss also mal gesprochen werden. Und da möchte ich zunächst als erstes Ihnen eine Sache sagen, mit der ich einfach nicht fertig werde. Eine Sache, die kein Mensch erklären kann. Sehen Sie, wenn vor 100 Jahren ein Geschäftsmann in Stuttgart ein Geschäft abschließen wollte mit Leuten in Essen im Ruhrgebiet, und da musste er 5 Tage mit der Postkutsche fahren. Und 5 zurück, das waren 10 Tage und 2 Tage fürs Geschäft. Da ging ein halber Monat rum. Und heute telefoniert der Geschäftsmann bloß. Sogar ohne Fernamt. Er wählt, fertig ist die Laube. Hat er 14 Tage gespart. Und wenn ich jetzt die Geschäftsleute angucke, dann hat keiner 14 Tage übrig. Wie geht das zu? Sondern im Gegenteil, er sagt, ich habe keine Zeit. Die ganze Leben ist darauf eingerichtet, alles zu vereinfachen. Wenn ich früher als Kind zu meinen Großeltern gefahren bin, auf Schwäbische Alb, das war eine Weltreise von Elberfeld nach Urach. Und heute gibt es ein TEE, da fahren wir in 5 Stunden die Strecke. Da müssen die Leute doch Bombenzeit übrig haben. Früher hat man 60 Stunden gearbeitet, heute 40. Und kein Mensch hat Zeit übrig. Meine Mutter, die hat jeden Tag 4 Kapitel in der Bibel gelesen. Und Zeit gab für all ihre Lieben zu beten. Und da gab es noch keine elektrische Waschmaschine. Und kein, so in der Küche, wie heißt das so? Ripp. Ich sehe sie noch so rühren, eine halbe Stunde so ein Teig. Sie hatte 8 Kinder zu versorgen, die trugen keine Nylonwäsche. Die Strümpfe musste man noch stopfen, wissen Sie. Und die hatte Zeit, 4 Kapitel im Tag in der Bibel zu lesen. Haben Sie doch nicht. Das heißt, alles ist darauf angelegt, dass wir Zeit sparen. Und kein Mensch hat Zeit. Wenn wir nächstens die 5-Stunden-Woche haben, dann haben wir gar keine Zeit mehr. Können Sie sich das erklären? Das ist eine Sache, die man, ich habe viel drüber nachgedacht, die man nicht erklären kann. Es gibt ernsthaft nur eine Erklärung. Die wollen die Menschen nicht hören und sagen, du bist verrückt, aber ich weiß keine andere. Dass im Hintergrund einer steht und hetzt uns. Dass es einen gibt, der dafür sorgt, dass der Mensch keine Zeit hat. Der wie im Zirkus dauernd mit der Peitsche knallt. Und da sagt die Bibel, jawohl, der ist da. Und das ist der Teufel. Und sehen Sie, da stehen wir vor der Frage, gibt es denn sowas? Da sage ich, ja, es gibt einen Teufel.
Es gibt eine Obrigkeit der Finsternis. Ich bin jetzt noch ganz kurz hier ein Gespräch mit einem Mann gehabt. Und der sagt, er wäre mit dem Christentum fertig. Ich sage, keine Rede, der Teufel ist mit Ihnen fertig. Der Teufel gäbe es doch nicht. Sehen Sie, erzählt die Bibel eine Geschichte. Da wird Jesus vom Teufel auf einen hohen Berg geführt, wo man eine weite Aussicht hat. So wissen Sie, wie von Ihrem Fernsehturm da, wo man gestern umsonst auffahren konnte. Und war es ja over. Ja. Und der Teufel ist, der kann zaubern, der schiebt so Vorhänge weg. Und da sieht Jesus im Geist alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und da sagt der Teufel, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Denn es ist mir übergeben und ich gebe es, wem ich will. Und das ist eine von den Stellen der Bibel, die mich packen. Da widerspricht der Herr Jesus nicht. Er lässt das gelten, dass der Teufel die Macht hat. Und ich sage, man ist blind und dumm, wenn man nicht kapiert, dass eine Macht der Finsternis gibt. Da können Sie ja die Welt nicht erklären. Ich will nur so ein paar Dinge antippen. Die ganze Welt schreit nach Frieden. Und dabei rüsten die Völker auf, wir, dass es längst unseren Etat überschreitet. Wir können es gar nicht mehr aufbringen. Alle Völker nicht. Aber wir rüsten auf und alle wollen den Frieden. Verstehen Sie das? Das kann man doch bloß verstehen, wenn einer da ist, der diesen Wahnsinn im Hintergrund betreibt. Oder ich denke zum Beispiel an die vielen Menschen, die süchtig sind. Da kommt ein Direktor eines Betriebs zu mir, eines Nachts. Voll wie eine Strandhaubitze, aber völlig klar im Kopf. Und sagt, helfen Sie mir, ich kann nicht anders, ich muss saufen. Mein Vater war ein Trinker, er hat mir's vererbt. Ich muss. Was meinen Sie, was in Württemberg Menschen sind, die heulen, ich muss trinken. Wer kommandiert's denn? Gucken Sie sich das doch an, um zu spüren, dass eine Obrigkeit der Finsternis gibt, wie die Bibel sagt. Oder denken Sie mal an die sexuelle Labilität. Da ist ein Herr, er hat eine entzückende Familie, eine reizende Frau und fällt auf einmal einer Angestellten seines Betriebs zur Beute. Ich suche ihn auf, ich sage, lieber Herr, Sie ruinieren Ihr Leben, Sie ruinieren Ihre Familie, Sie werden gespött Ihrer Kinder. Ich sehe ihn noch vor mir sitzen, großer Manager in der Industrie. Herr Pfarrer, ich kann nicht los von dem Mädchen. Ich kann nicht. Wer da nicht etwas spürt von der Macht der Finsternis, ist vor kurzem ein englischer Schriftsteller gestorben, ein bekannter Somerset Maugham, hat ein dickes Buch geschrieben von des Menschen Hörigkeit. Wie werden Menschen einander hörig? Wie waren Sie, Ältere, dem Hitler hörig? Hm? Ich konnte doch nicht. Ich habe geglaubt, dass 2 × 2 = 20 ist. Weil es der Führer gesagt hat, nicht? Spüren Sie doch die Macht der Finsternis, dass es einen Teufel gibt. Der große deutsche Dichter Goethe hat ein Drama geschrieben, der Faust. Na, Sie sind alles gebildete Leute, da kann ich voraussetzen, dass Sie den Faust kennen, nicht? Da kommt ein Mädelchen vor, die Gretchen, und die wird verführt. Sie ist ein reines Kind, sie wird verführt. Und dann will ihr Bruder sie verteidigen, ihre Ehre, und kommt in Schlägerei mit dem Verführer.
und wird dabei getötet. Und damit der Verführer zu ihr kann, gibt es der Mutter ein Schlafmittel und die Mutter stirbt darüber. Und als das Kind kommt, bringt sie es um, so wie die Leute heute die Kinder schon im Mutterleib umbringen. Welche ungeheure Schuld laden sie auf sich. Und am Schluss steht das Mädel da, Mutter, Bruder, Kind gemordet. Und siehst, der Verführer ist weg. Und da sagt sie das erschütternde Wort, und alles, was mich dazu trieb, ach, war so gut, Gott war so lieb, es fing so schön an, im Mai, nicht? Die Nachtigallen sangen, es blühte alles wie hier. Ach, war so gut, ich hab so gut gemeint, und das ist's Ende. Der Goethe war gar nicht so dumm, ein großer Landsmann. Der erzählt da im Faust, dass doch Teufel die Hand im Spiel hat bei der ganzen Geschichte. Und sehen Sie, solche Geschichten erlebe ich nun als Großstadtfahrer permanent. Und wenn zu mir einer kommt und sagt, es gibt keinen Teufel, da kann ich nur sagen, von welchem kleinen Dörfchen kommen Sie eigentlich her? Trotzdem ist er wahrscheinlich auch teuflisch zugeht. Ich weiß nicht, sind Leute vom kleinen Dorf hier, soll man erzählen, ob es da auch so zugeht. Aber meine Freunde, ich wüsste nicht, dass es einen Teufel gibt, wenn ich nicht beobachtet hätte, wie, es sind Christen hier, richtige Christen, wie wir blind sein können gegen unsere eigenen Fehler. Wie Christen, eine fromme Frau, aber sie ist selbstsüchtig bis dort hinaus, quält ihre Schwiegertochter. Wie verrückt. Aber sie merkt es nicht, eine fromme Frau. Lieben Leute, ihr Frommen jetzt hier, bittet Gott, dass er euch in der Beziehung von der Macht der Finsternis befreit. Seht, man kann die Welt gar nicht erklären, wenn man nicht versteht, dass es einen Teufel gibt. Wirklich eine Macht der Finsternis, ein Teufel, die ganz gezielt arbeitet. Und darum haben wir keine Zeit. Denn der Teufel, sage ich, ist wie so ein Zirkusdirektor und knallt mit der Peitsche. Warum eigentlich? Damit sie ja nicht nachdenken können. Ja nicht nachdenken können, dass es von dieser Macht der Finsternis und von dem allem eine Erlösung gibt. Jetzt muss ich als Zweites von dieser Erlösung reden. Ah, meine Freunde, was bin ich froh, dass ich so eine schöne Botschaft habe. Es gibt jetzt Karneval hier und da treten so Büttenredner auf. Und ich überlege mir manchmal, wie denen so mutig, wenn sie abends in ihrem Zimmer sind und haben sich abgeschminkt und sagen, ich verdiene mein Geld damit, dass ich Schmutz und Unsinn rede. Da muss einem doch schlecht vor sich selber werden, ja? Oder nicht? Da bin ich glücklich, dass ich was anderes reden darf. Dass ich von der wunderbaren großen Tatsache reden darf. Es gibt von dieser Macht der Finsternis eine Erlösung. Ich möchte einfach die Tatsache als Zweites sagen. Der Apostel Paulus hat im Neuen Testament mal den Christen, können Sie mich verstehen gut? Lauter? Oh gut, Sie müssen dazwischen rufen. Geht so? Ist jetzt laut genug? Sie müssen auch lauter reden, das verstehe ich nicht. Ja, ich kann natürlich ganz nah her, aber das glaube ich dann schrecklich nicht. So geht's. Danke. Ach, zwischendurch darf ich mal sagen, ich begrüße die Leute, die oben im Übertragungssaal sind. Der Saal ist ein bisschen klein, da sind viele im Übertragungssaal, sie gehören zu uns, nicht? So, also jetzt, es gibt eine Erlösung. Der Apostel Paulus hat einmal den Christenstand so beschrieben. Gott hat uns errettet von der Herrschaft der Finsternis und versetzt das Reich des Sohnes Gottes. Christenstand ist also nicht getauft und konfirmiert sein oder Kirchensteuer zahlen, sondern Christenstand ist eine Existenzveränderung erleben. Aus dieser ganzen Macht der Finsternis herausgerissen werden, in eine
neue Existenz unter einem neuen Herrn. Ich muss mich immer totlachen, was, oder könnte weinen vielmehr, was die Leute sich über dem Christentum vorstellen. Da sagt mir doch heute einer, nein, ich bin fertig mit dem Christentum. Da habe ich gesagt, lieber Freund, Sie haben noch gar nicht angefangen. Christsein heißt errettet von der Obrigkeit der Finsternis, versetzt ins Reich des Sohnes Gottes. Damit haben Sie auch noch nicht angefangen. Sagen Sie nicht so schnell, ich bin fertig. Fangen Sie erst mal damit an. Ich muss als drittes, also erstens diese merkwürdige Tatsache im Teufel, zweitens gibt eine Erlösung von dieser Macht der Finsternis und drittens, diese Erlösung geschieht durch Jesus. Ich muss jetzt von Jesus reden und da bin ich auf meinem eigentlichen Thema. Da bin ich bei meinem eigentlichen Thema. Ich möchte Ihnen deutlich machen, ich kenne kein besseres Bild als dies. Ich war im Hitlerreich mal in einem Gefängnis. Das waren lauter so Betonzellen nebeneinander. Ich war in einer ganz engen Zelle und dann höre ich, wie eines Tages in der Nebenzelle ein Mann eingeliefert wird. Es war so hellhörig, man konnte alles hören. Und dieser Mann muss sehr, sehr unglücklich gewesen sein. Ich hörte ihn weinen. Das ist schrecklich, wenn ein Mann schluchzt. Was muss der verzweifelt sein? Ich hörte ihn hin und her laufen, 2,5 Schritte hin, 2,5 Schritte zurück. Ich hörte, wie er nachts auf seiner Pritsche da sich rumwälzte. Und ich war so voll Frieden, weil ich erlöst bin. Und da habe ich dem Wärter eines Tages geschildert und habe gesagt, hören Sie, daneben an ist ein Mann, der ist so verzweifelt, ich bin Pfarrer, lassen Sie mich mal eine halbe Stunde zu ihm. Der Wärter fragt nach bei der geheimen Staatspolizei und heißt, nein, das gibt's nicht. Und da stand ich vor dieser dünnen Betonwand und hörte den Mann da drüben auf- und ablaufen. Und ich hätte ihm sagen können, wie er getröstet wird. Können Sie verstehen, dass ich manchmal am liebsten die Wand eingehauen hätte und zu dem Elenden hinübergegangen wäre? Ich konnte es nicht. Ich konnte die Wand nicht einbrechen. Und nun passen Sie auf. Der lebendige Gott ist in derselben Lage wie ich. Er ist ganz nah. Das sagt so ein Sputnikjäger da oben, er hätte Gott nicht gesehen. Ja klar, Mensch, Gott ist ja hier, nicht? So doof. Gott ist ganz nah. Er umgibt uns von allen Seiten. Aber es ist eine Wand dazwischen, nicht? Und sehen Sie, wie das Weinen dieses Mannes, so ist all das Elend, das Geknechtetsein, die Sücht und das Gebundensein unter den Teufel zu Gottes Ohr und Herz gedrungen. Und Gott konnte das, was ich nicht kann. Er hat die Wand eingeschlagen, die ihn von uns trennte und ist mitten in unsere Teufelswelt hereingekommen, in Jesus. Das ist ein ungeheures Faktum, eine Tatsache. Ob die geglaubt wird oder nicht, das ist zunächst völlig belanglos. Jesus ist kommen, die Quelle des Lebens. Und die Welt kommt ja von diesem Jesus nicht los. Sogar der Spiegel, nicht? Der ja nun politisches Blatt ist, hat in der letzten Woche einen großen Artikel über Jesus gebracht. Und als ich heute irgendwo aß, da sagt der Kellner, ach, Sie sind der Pfarrer, den Spiegel müssen Sie lesen. Auch habe ich gesagt, das ist ungefähr das Dümmste, was je über Jesus gesagt worden ist. Beinahe das Dümmste. Aber, dass sogar der Spiegel, der politisch kluge Sachen zu sagen hat, bin ganz froh, dass er da ist.
Aber dass der Spiegel sogar sich mal so vergisst und auf Jesus gerät, ist eine kleine Entgleisung und eine Katastrophe für ihn und für uns. Das zeigt, dass der Mensch von Jesus nicht loskommt. Verstehen Sie? Er kommt von Jesus nicht los. Er muss, der ist da. Das hat bei einer gesagt, ein Fremdkörper. Ja, ja, ein Fremdkörper aus dem Himmel. Wer ist dieser Jesus? Ich muss da ein bisschen stehen bleiben, denn alles kommt darauf an, dass Sie Jesus kennenlernen. Wer ist Jesus? Also lassen Sie sich bitte nicht orientieren über vom Spiegel oder solchen Blättern. Oder wer hat da neulich den Kristall, glaube ich, gell? Oder so, wer war das noch, so eine andere Zeitschrift? Oder Revue hat auch über Jesus geschrieben. Das wird Mode, sollen Sie mal sehen. Nicht? Lassen Sie sich nicht da dumm machen. Das Neue Testament gibt Auskunft, wer Jesus ist. Das ist ja genau, als wenn ich mir Auskunft holen wollte über Wurstfabrikation bei... Na, beim Schuhmacher, nicht so ist das, wenn die über Jesus schreiben. Wer ist Jesus? Luther hat es wundervoll formuliert. Wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren. Und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Das sagen die Menschen, kapieren wir nicht. Ja, macht nichts. Gott und Mensch, Himmel und Erde verbinden sich in ihm. Er ist Mensch, wahrhaftiger Mensch. Er kann weinen am Grab des Lazarus. Und ich denke, er konnte auch lachen, wenn er den Jüngern sagte, seht mal die Vögel unterm Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und der himmlische Vater ernährt sie doch. Ich sehe ihn förmlich lachen, mein Heiland. Die frechen Spatzen nicht, kümmern sich um nichts und werden satt und dick und fett nicht. Aber da ist ein Mensch. Es geht dem Pilatus auf, Jesus ist ein Mensch, wie wir sein sollten. Wie wir sein sollten. Es hat mir neulich einer gesagt, Jesus war nur ein Mensch wie wir. Sag ich, Jesus war ein Mensch, aber gerade nicht wie wir, sondern wie wir sein sollten. Ach, die Schlagworte zum Auswachsen. Na, lassen Sie es mal, ein Ausbruch, der hört nicht in den Vortrag. Jesus war ein Mensch, wie wir sein sollten, wie ein Gott sich denkt. Seht, ein Mensch. Wenn Ihnen einer sagt, Jesus war ein Mensch wie wir, fragen Sie ihn mal, bist du wie Jesus? Allerhand. Allerhand. Und er ist wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren. Und da möchten uns stundenlang erzählen von dem Schiff etwa, das im Sturm gerät auf dem See Genezareth. Das Schiffchen, das ist im Augenblick vollgeschlagen mit Wasser, der Mast knickt ab und die Jünger erschrecken und bekommen eine Panik. Wo ist denn Jesus hingekommen? Ach, der ist in der Kabine. Und dann stürzen sie die Kabine herein, hinter ihnen Schwall Wasser. Herr, wir versinken! Und dann sehe ich Jesus, wie er an Deck geht, in den Sturm hinein. Wir wollen Jesus immer in zahme Kirchen einsperren. Er geht mitten in den Sturm, wissen Sie das? Und er sollte den Sturm hinwegreißen wollte, aber er streckt die Hand aus und ruft, schweig und verstumme. Und im Augenblick legen sich die Wogen und die Wolken zerreißen. Die Sonne scheint und die Jünger sinken in die Knie. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mann? Das ist nicht ein Mensch wie wir. Sie haben die Antwort schließlich gefunden, dass der Mensch gewordene Gott, und das haben sie begriffen am Ostermorgen, da ist diese Morgengrauen, da ist der Garten des Josef von Arimathea in der Stille. Man hört nur den Schritt der Soldaten, die dieses Grab bewachen. Und auf einmal wird es ganz hell, als wenn eine Atombombe in 10 Kilometer Entfernung explodiert und die Platte fliegt vom Felsengrab. Und das Letzte, ehe ihnen die Sinne schwinden, was die Soldaten sehen, ist, wie Jesus triumphierend, lebendig aus dem Grabe kommt.
Meine Freunde, ich erzähle Ihnen keine Märchen. Ich brauche dir nicht zu stehlen, wenn ich nicht wüsste, dass das Wahrheit ist, dass in Jesus, dem Auferstandenen, der lebendige Gott zu uns gekommen ist. Und am liebsten sehe ich ihn, wie er am Kreuz hängt. Da ist er wirklich Gott und Mensch. Und ich möchte ihn vor ihre Augen malen, der gekrönt ist, der aber mit der Spottkrone. Und die starken Hände sind angenagelt. Und er neigte sein Haupt und verschied. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Sehen Sie diesen Jesus an, bleiben Sie vor ihm stehen und fragen, warum hängt er da, bis Sie die Antwort finden. Da erlöst er mich von der Finsternis, von der Obrigkeit der Finsternis. Da erlöst er mich vom Teufel. Da gibt er sein Blut zum Kaufpreis. Da macht er Frieden zwischen Gott und mir. Ich kann es jetzt nur mal so skizzieren. Sie dürfen mit diesem Kreuz Jesu gleichzeitig werden, es ansehen und wissen und glauben und fassen. Hier werde ich von der Macht der Finsternis losgekauft, damit ich ein freies Kind Gottes werde. Sie sollen nicht mehr vom Teufel sich hetzen lassen. Sie sollen endlich sagen, ich will das Kreuz ansehen. Und da ist des Teufels Macht zu Ende. Ganz real. Und wenn Sie es fassen, dann merken Sie, dieses Kreuz, dieser Gekreuzigte hat mich erkauft zu einem freien Kinde Gottes. Sehen Sie, dieser große Gott, über den die Menschen nachdenken, von dem sie sagen, es gäbe gar nicht, dessen Kind bin ich durch Jesus geworden und sie sollen es werden. Hören Sie doch auf mit dieser blöden Problematik unserer Zeit. Fangen Sie mal an, wirklich in die Realitäten zu kommen. Ein Kind Gottes sollen wir werden und dürfen wir werden. Ich weiß, wenn man Gott sagt, dann kriegt der Mensch ein Unbehagen. Hier vielleicht nicht, aber so draußen. Gott, sehen Sie, wir sind alle in der Lage des verlorenen Sohnes. Kennen Sie vielleicht mal verlorenen Sohn, kennt ihr die? Der war von zu Hause weg, weg, weg vom Vater und war da sehr elend geworden. Und da wäre er gern nach Hause gegangen, aber er hatte Bammel. Es war so viel zwischen dem Vater und ihm, nicht? Und so sagt der Mensch Gott, nee, es ist so viel zwischen ihm und mir. Ich glaube keinem, dass er Atheist ist, sondern wer Atheist ist, der sagt bloß, es ist so viel zwischen Gott und mir, darum will ich ihn nicht. Ach, wie viele sind hier, die begegnen Gott nicht, weil sie im Grunde Angst haben. Es ist so viel zwischen ihm und mir. Ja, was meinen Sie, wenn Jesus uns erlösen will zu Kindern Gottes, dann will er auch das wegschaffen, was zwischen Gott und uns ist. Das hat er auf sich genommen am Kreuz. Und wir dürfen bei ihm Vergebung der Schuld finden. Nun können Sie zu kommen. Nun können Sie kommen. Dieser gekreuzigte Heiland gibt Vergebung der Sünden. Sehen Sie, das hat der Paulus erfasst und da sagt er, errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt ins Reich Gottes. Ich bin so drum dran, ich habe dreiviertel Stunde und das ganze Neue Testament erklärt das. Sie müssen selber weiterforschen nachher, nicht? Haben Sie ein bisschen verstanden? Von Natur sind wir vom Teufel getrieben. Jesus, der Sohn Gottes, errettet, indem er Vergebung der Schuld schenkt. Ich höre heute überall, der moderne Mensch interessiert sich nicht mehr dafür. Ich hatte so ein interessantes Gespräch mit einem Bad Cannstatter. Da sage ich,
Sagt er, ich habe einen Spiegel gelesen, habe ich die Wahrheit über Jesus erfahren. Ich sage, das ist ja Käse, Mensch. Die Wahrheit über Jesus erfahren Sie im Neuen Testament. Da sagt er, wörtlich, das interessiert den modernen Menschen nicht mehr. Und das höre ich überall. Der moderne Mensch interessiert sich dafür nicht mehr. Da kann ich nur sagen, da steht es aber schlimm mit modernen Menschen, aber ich bin selber einer und ich interessiere mich dafür. Und ich halte mich also noch nicht für antiquiert. Aber wenn aber der moderne Mensch sich ernsthaft nicht für seine Erlösung interessiert, das ist sehr schlimm. Ich will mal ein ganz dummes Beispiel brauchen. Da ist ein Kochlehrling, von dem hörte ich neulich. Der soll also Koch lernen. Und da sagt der Chef, der interessiert sich überhaupt nicht für die Kocherei. Ja, ich sag, wofür interessiert er sich? Da sagt der Chef, für Schallplatten und Mädchen. Ja, sag ich, da müssen Sie auf den Jungen eingehen und von nun ab bloß noch über Mädchen und Schallplatten reden. Ja, sagt er, nee, der hat aber seinen Beruf verfehlt. Unser Beruf ist, Kinder Gottes zu werden. Und wenn der moderne Mensch sich nicht mehr dafür interessiert, hat er seinen Beruf als Mensch verfehlt. Da kann ich nicht anfangen, mit ihm Dinge zu reden, die ihn vielleicht interessieren. Sondern ich werde nicht aufhören, ihnen zu sagen, sie fangen erst an, Mensch zu sein, wenn sie Kind des lebendigen Gottes sind. Und dazu ist Jesus gekommen und gestorben und auferstanden, um sie zum Kinde Gottes zu machen. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt möchte ich Ihnen als nächsten Punkt erzählen von einem Manne, der auch keine Zeit hatte. Der kommt im Neuen Testament vor. Der war ein großer Mann, römischer Statthalter und hieß Felix. Ein wunderbarer Name, wenn ich doch Felix hieße statt Wilhelm. Naja, als Wilhelm wird man dauernd gefragt, sind Sie verwandt mit dem und so, nicht? Felix heißt der Glückliche. Und er hatte eine Frau, die hieß Drusilla. Und er hatte einen Gefangenen, der hieß Paulus. Und eines Tages, nach dem Essen hat er gerade nichts zu tun, und da sagt er, wir wollen mal ein bisschen Paulus verhören. Frau, geh mit. Und dann geht er in den Gerichtssaal, setzt sich pompös hin, Legionäre rechts und links, und dann wird der Gefangene reingebracht. Das wurde immer ernster. Auf einmal war der lebendige Gott im Saal. Und da sprach Paulus von der Gerechtigkeit, die ein Richter haben müsste. Und das ging dem Felix durch. Er dachte an all die trüben Bestechungsfälle. Und Paulus spricht von der Keuschheit. Und da fällt die Drusilla beinahe vom Stuhl, nicht? Junge, aus welcher Zeit stammt denn der? Und wie Paulus anfängt, Gott will das! Da wird's denen ganz heiß. Und dann spricht er vom Gericht Gottes, in dem man verloren gehen kann. Da springt der Felix auf und sagt, Moment mal, Paulus, es ist ganz schön, was du sagst, das ist sicher sehr wichtig. Wenn ich gelegenere Zeit habe, will ich dich wiederhören. Aber jetzt habe ich keine Zeit. Und dann lässt er ihn abführen. Er hatte nie mehr Zeit. Und ich fürchte, dass wir, wenn wir keine Zeit haben, dass Gott zu uns reden kann von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit und von seinem Gericht, wenn wir keine Zeit haben, dass es bei uns ist wie beim Felix. Es ist so unheimlich, wenn die Wirklichkeit Gottes über uns kommt, nicht? Da stürzen wir uns lieber einen nächsten Film oder so, oder drehen einen Fernsehapparat an. Da bleiben wir wenigstens im Milieu, was uns nicht aufregt. So blieb alles beim Alten. Oh Gott, ist das nicht schrecklich, wenn man von einem Leben sagen muss, es blieb immer alles beim Alten.
Es blieb immer alles beim Alten. Da ist der Sohn Gottes gekommen und sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich vergebe Vergangenheit. Ich erkaufe euch durch mein Sterben ins Reich Gottes hinein. Ich gebe euch den Heiligen Geist, dass ihr neue Leute werdet. Und wir sagen, ach nein. Und es bleibt alles beim Alten. Es sitzen Christen hier. Ihr Christentum ist längst erstorben. Sie haben es bloß noch nicht gemerkt. Und es bleibt alles beim Alten. Ach, meine Freunde, ich habe Sie. Ich wünsche Ihnen, dass bei Ihnen anders ist, wirklich. Ich sage, dass Sie gekommen sind, Redner braucht auch Hörer, nicht? Darum wünsche ich Ihnen nun das Herrlichste, was es gibt, dass es bei Ihnen eben nicht beim Alten bleibt. Ich muss zum Schluss noch ein Wichtiges sagen. Wir sind so gehetzte Leute, solange wir unterm Teufel stehen. Aber ich möchte Ihnen sagen, Jesus, der Gottmensch, der Heiland, der Auferstandene, der hat Zeit für Sie. Sie klagen vielleicht, Frauen, mein Mann hat nie Zeit für mich. Männer, dass die Frau nie Zeit für sie hat. Die Eltern, dass die Kinder keine Zeit für sie haben. Jesus hat Zeit. Ich muss Ihnen sagen, dass mir das geradezu eine ganz neue Entdeckung in der letzten Zeit ist. Ich hatte in der letzten Woche einige wirklich schwierige Probleme. Die kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Manchmal gerät man so zwischen Ost- und Westkonflikt. Und es war für mich ein ganz schwieriges Problem. Und ich war so bedrückt und meine Frau sagt, du bist ja unleidlich, aber ich kann es verstehen. Und da bin ich rot geworden und bin in den Wald raus. Und hab gesagt, Herr Jesus, ich muss dir mal die ganze Misere erklären. Im Handumdrehen waren 2 Stunden rum. Ich sagte ihm alles. Er nahm sich Zeit, dass ich es ihm erklären konnte. Und dann schlug ich Testament auf und also jedes Wort war wie eine Antwort für mich, nicht? Und ich bin fröhlich nach Hause gegangen. Und da war mir ganz neue Entdeckung. Jesus hat Zeit für mich. Es gibt eine wunderbare Geschichte im Neuen Testament. Da sitzt ein Blinder an der Straße und bettelt, hat so einen großen Löffel und wenn einer kommt, schreckt er einen Löffel hin und brüllt, gib mir ein Almosen. Und auf, spreche ich laut genug? Und auf einmal kommt eine Menge Menschen vorbei. Und der Blinde denkt, was ist denn das, eine Prozession oder Militär oder nein? Und schließlich ruft er, was ist denn los? Und dann brüllt ihm einer zu, Jesus geht vorüber. Und da wird's bei dem hell wie eine Philipslampe da innen. Von dem hat er schon gehört. Er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da fängt er an zu schreien, Jesus Gottes Sohn, hilf mir! Jesus Gottes Sohn, erbarm dich mein! Und da wurden die Leute nervös und sagten, schreit doch nicht so, wir wollen hören, was Jesus redet. Jesus, du Gottessohn, erbarm dich mein, er brüllt nur noch mehr. Und da wurden die Leute böse und haben gesagt, wir verprügeln dich jetzt, wenn du nicht ruhig bist. Und wenn eine Masse drohend wird, das ist eine gefährliche Sache. Und er, Jesus, Gottessohn, erbarm dich mein. Also, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich ihm erklärt, sieh mal, du musst verstehen. Jesus geht jetzt nach Golgatha. Er will für die Welt sterben. Die Welt stirbt an ihrer Schuld. Jesus will die Schuldfrage lösen. Er will die Schuld der Welt auf sich nehmen, dass es Frieden mit Gott gibt. Und dann will er auferstehen, den Tod besiegen. Das sind globale Dinge. Da kannst du jetzt nicht dazwischen kommen. Und der Blinde schreit, Jesus, du Davidsohn, erbarm dich mein. Und dann kommt eines der schönsten Worte des Neuen Testaments. Jesus aber stand still. Ach, Herr Jesus, möchte ich sagen, wenn ich eine dringende Sitzung habe, dann kann ich nicht mich aufhalten, wenn irgendein Strolch kommt. Jesus stand still.
lass den Mann mal zu mir. Jesus, der die Probleme der Welt löst, hat Zeit für diesen Bettler. So viel ist ihm ein Mensch wert. So viel sind Sie ihm wert. Glauben Sie, dass in der ganzen Welt noch mal jemand ist, dem Sie so viel wert sind? Und dafür haben Sie keine Zeit? Der Teufel muss Sie sehr dumm gemacht haben. Ich habe eine tolle Geschichte gehört, da war ein Schiff im Untergehen und dann rennt so ein Steward durch die Gänge und brüllt, alle am Deckschiff geht unter. Und da kommt er an der Küche vorbei und da ist der Koch und brät Hähnchen und sagt, ich muss erst meine Pflicht tun, und er brät Hähnchen und er ging mit seinen Hähnchen unter. So kommt mir der Mensch von heute vor. Er geht mit der Welt verloren und sagt, ich muss meine Pflicht tun. Jesus, unaktuell, interessiert mich nicht. Dann fährt die Welt mit ihm zur Hölle. Ich meine, das Wichtigste sollte man zuerst tun. Und das Wichtigste heißt, wenn Gott eine Errettung gibt, dass ich diese Errettung annehme. Ah, ich möchte, Sie stünden jetzt vor dem Kreuze Jesu und könnten mit dem Liederdichter sprechen. Wem anders sollte ich mich ergeben? O König, der am Kreuz verblicht.